Hier ist Fernsehen mit der Fernsehen, das erste deutsche Frau. Tagesschau. Heute im Studio im Anschlag auf Jens Riewer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pannen- und Versäumnisse-Tagesschau-App. Es ist unerklärlich, warum zum Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz nichts unternommen hat, um ihn aufzuhalten und zu stoppen. Und das muss geklärt werden. Und die Rolle der Bundeskanzlerin? Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und Ärzteverbände sprachen von Wartezeit und forderten zugleich, die Zahl der Studienplätze stocken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Elena Kuhn sammelt Praxiserfahrung. Aber das Angebot ist knapp. Auf rund 11.000 Studienplätze kamen zuletzt 2 Bewerber. Kein 1er-Abitur und trotzdem ohne lange Wartezeit. Ärzteverbände sprachen von Wartezeit. Auch das gibt es in Deutschland. Seit 16 Jahren sind deutsche Soldaten in Kurdengebieten. Funktioniert einer der längsten Auslandseinsätze in der Geschichte der Kurdengebiete. Guten Abend. Heute im Studio Jens Riewer. Warte.